Eines Tages besucht die Stadtmaus ihre Freundin, die Feldmaus, auf dem Lande. Die Feldmaus bewirtet die Freundin mit den besten Speisen und Nudeln, genau. Doch die Stadtmaus schwärmt von dem Leben in der Stadt. Da wird die Feldmaus neugierig. Und so macht sie sich am nächsten Tag mit ihrer Freundin auf den Weg in die Stadt. Du hast aber eine wunderschöne, moderne Wohnung, staunt die Feldmaus. Sieh die Speisekammer an, sagt die Stadtmaus. Habe ich dir zu viel versprochen? Auch der Küchentisch ist ein richtiges Mäuseschlaraffenland. Doch plötzlich ruft die Stadtmaus warnend, schnell fort, die Katze kommt, genau. Ach, wie klopfen die Mäuseherzen, als die Katzenpfote sich ihrem Versteck nähert. Die Katze ist weg, wir können weiter essen, ruft die Stadtmaus weiter an. Doch die Katze kommt wieder, schnell in meine neue Wohnung, sonst sind wir verloren. Ja, genau, und jetzt sagt die Feldmaus, ich kehre nach Hause zurück, genau. Lieber esse ich nicht so gut, aber in Ruhe. Ah. Nochmal. Welche Geschichte ist denn das? Ah. Mit den Mäusen, genau. Eines Tages besucht die Stadtmaus ihre Freundin, die Feldmaus, auf dem Land. Die Feldmaus bewirtet die Freundin mit den besten Speisen. Und mit Nudeln, genau. Doch die Stadtmaus schwärmt von dem Leben in der Stadt. Da wird die Feldmaus neugierig. Und so macht sie sich am nächsten Tag mit der Freundin auf den Weg in die Stadt. Du hast aber eine wunderschöne, moderne Wohnung, staunt die Feldmaus. Sieh dir die Speisekammer an, sagt die Stadtmaus, habe ich dir zu viel versprochen. Auch der Küchentisch ist ein richtiges Mäuseschlaraffenland. Doch plötzlich ruft die Stadtmaus warnend, schnell fort, die Katze kommt. Genau, die Katze kommt. Ach, wie klopfen die Mäuseherzen, als die Katzenpfote sich ihrem Versteck nähert. Die Katze ist weg, wir können weiter essen, ruft die Stadtmaus bald darauf. Doch die Katze kommt wieder. Schnell in meine Wohnung, sonst sind wir verloren. Ja, genau. Ich kehre nach Hause zurück, sagt die Feldmaus. Lieber esse ich nicht so gut, genau, aber in Ruhe.